Hi Leute, heute geht es darum, wie du wacher, fitter, klarer und fokussiert im Kopf bist. Und zu 100% fokussiert, dass dauerhaft und aktiv sein kannst, 20 Stunden am Tag. Okay, vielleicht. Wenn du schon einige andere Videos von mir gesehen hast, hast du ja auch schon gemerkt, was für ein Unterschied zum einen Bewegung, dann die richtige Einstellung, das Mindset bzw. eher noch das Bewusstsein ist und die Ernährung, was das mit deinem Körper macht. Und wirst du bestimmt schon gemerkt haben, dass du da mehr Energie hast, länger aktiv sein kannst. Und das ist aber auch genau ein Punkt, der du dann sein wirst, wenn du diesen Weg gehst und auch den Körper weiter reinigst. Und dazu gehört aber auch zu lernen, wie man Emotionen verarbeitet. Dann geht es eben auch dahin, dass du bereit dazu sein musst, 20 Stunden am Tag aktiv zu sein. Weil das fordert dann dein Körper, dein Geist von dir. Aber das heißt auch, dass du bereit dazu sein musst, dir gewisse Themen anzuschauen. Weil häufig ist es vielleicht so, du kennst es vielleicht auch von dir selber. Ich habe es dann auch immer wieder in diesen Phasen bei mir festgestellt. Dann hatte ich wieder Tage, wo ich ein paar Stunden Schlaf, 3, 4 Stunden Schlaf, perfekt auskomme, gerade wenn ich fokussiert bin und was machen möchte. Und ohne wie früher dann total platt zu sein den ganzen Tag, sondern nee, komplett wach den ganzen Tag. Paar Stunden Schlaf und bist topfit. Und ich habe mir das auch noch nicht vorstellen können, als ich das erste Mal von Markus Rotkranz hatte ich es damals gehört und hatte ein Buch von ihm gelesen. Und er hat es auch so erzählt: trinkt das so seinen grünen Smoothie ganzen Tag über und isst da irgendwie Rohkost und macht seine Körperübungen und ein paar Stunden Schlaf, topfit. Eine Nacht mal nur 3 Stunden geschlafen oder 4 Stunden und kein Thema. Nacht mal durchmachen, kein Thema, wenn dein Körper wieder in dem Zustand ist. Und ja, ich habe einfach gemerkt, was das für mich gemacht hat und deshalb möchte ich das halt auch wirklich weitergeben an dich. Und dazu gehört aber, was ich eben gleich dazu sagen muss, da kommen dann auch Themen hoch, wenn du so aktiv bist. Ich habe auch gemerkt, worauf ich eben gerade eben hinaus wollte, dass man möchte dann ganz schnell wieder, sobald solche Sachen hochkommen, irgendwelche unangenehmen Themen, die man sonst verdrängt, oder dann der Chef auf der Arbeit nervt oder sonst was, dass man dann ganz schnell wieder dahin möchte, dass man einfach mal seine Ruhe möchte, dass man einfach nur auf der Couch schnell einschläft und dann sich irgendwie irgendwas holt, was man sonst gegessen hat, oder irgendwas, wo man sich einfach wieder ein bisschen runter puffert mit und einschläft oder zumüllt, ein bisschen den Fernsehen anschaltet. Und genau das ist der Punkt. Du musst auch bereit sein, wenn du diesen Weg gehst und den Körper immer weiter reinigst. Es ist ein ganzheitlicher Prozess. Das heißt, deine Emotion, deine Psyche muss da mitziehen. Und wenn das nicht passiert, dann bist du auch nicht bereit dazu, diese 20 Stunden aktiv zu sein, weil dann kommen auch in diesen 20 aktiven Stunden, wo du so intensiv wach bist, kommen immer mehr solche Sachen hoch und dann merkst du, hey, ich würde gern wieder ein bisschen weniger vom Leben haben, ein bisschen mehr Schlaf und ich würde ein bisschen einlullen lassen. Aber da musst du eben wissen, für was möchtest du dich entscheiden? Und wenn du Fitness, Klarheit, wirklich hier am Leben teilnehmen möchtest, auch wenn es mal regnet. Wie jetzt, was uns nicht daran hindern soll, hier ein Video aufzunehmen. Dann musst du eben auch bereit sein, durch diese emotionalen Phasen zu gehen. Und dazu gibt es eben auch Mittel, Techniken. Du kannst sie durch Achtsamkeitsübungen, durch Atemübungen, die du bewusst in den Alltag integrierst, was ich eben auch im Moment mache über das neue Programm. Und da wirklich intensiv über ein Jahr hinweg. Also ich habe es schon im letzten Video erzählt gehabt.
das Video mit Anthony William im Titel. Schau da mal rein, weil das ist genau das, was ich dir zeigen möchte, wie du das eigene Körpergefühl entwickelst für dich, wie du durch diese Ängste, Selbstzweifel oder was da auch immer hochkommt. So, es ist teilweise ähnlich wie so depressive Phasen, wenn so alte Sachen hochkommen. Aber die sind eben nur kurz und du kannst lernen, das bewusst und gezielt zu steuern. Also das wirklich zu kontrollieren, zu wissen, wann, wie, was und warum es passiert bei der Entgiftung. Und gerade mit diesem Ernährungswirrwarr deine Klarheit reinzubekommen durch die Erfahrung. Nicht dadurch, dass du blind irgendwas glaubst, sondern dadurch, dass du das Körpergefühl entwickelst. Und wie gesagt, im letzten Video habe ich es angeschnitten, das mache ich eben auch im neuen Programm. Und wir gehen da gemeinsam den Weg ein Jahr lang. Und wenn du denkst, das ist auch was für dich, wenn du dieses Körpergefühl entwickeln möchtest, wenn du da wirklich dauerhafte Gesundheit erreichen möchtest und wirklich mehr Energie haben, wacher, klarer, fitter, fokussierter sein möchtest, diesen Nebel im Kopf, den man sonst oft hatte, loswerden möchtest, dann bist du da mit Sicherheit genau richtig. Und dann lass uns gerne mal telefonieren. Unten drunter, unter dem Video, da habe ich einen Link gepackt. Und da kannst du gerne einen Termin vereinbaren und mir vorher noch schreiben, wenn du da Interesse dran hast, wenn das eben jetzt genau der Punkt ist, wo du hin möchtest. Und wenn du eben auch noch die Probleme hast mit solchen emotionalen Entgiftungsphasen, mit der Unsicherheit in der Ernährung, weil es so viele unterschiedliche Richtungen gibt, oder dann auch mit dem Stress im Alltag, mit dem Umfeld, wie das Ganze zu integrieren ist und wie du da langsam schrittweise vorgehen kannst, um das Ganze gezielt zu steuern, um das Körpergefühl zu entwickeln und die Verarbeitung von Emotionen zu lernen. Oder freue ich mich mega drauf. Ich bin super gespannt, was für eine Gruppe das jetzt wird, die da zusammenkommt. Und freue mich natürlich, wenn du auch dabei bist. Und dann wünsche ich dir heute noch eine wunderschöne Zeit. Und mach's gut. Bis dann. Ciao.